Hallihallo, ihr Lieben. Ja, heute habe ich mir gedacht, mein Gott, ich zeige euch eigentlich nie, wie ich was eintrage in die Beine, sondern immer nur, wenn ich was ausrechne oder so. Und ja, heute nehme ich euch mal mit und zeige euch mal, wie ich das denn so mache. Wir waren tatsächlich gerade eben essen und shoppen. Das heißt, shoppen, ich habe für Halloween eingekauft. Beim Essen war es so, dass es mein Mann bezahlt hat. Und zwar hat er 45,50 € gegessen. Wir waren wirklich gut essen bei so einem, wie heißt denn dieser Turm? Sehr, sehr schöner Turm, wo wir essen waren. Und ach, was mache ich denn? 45,50 geteilt durch 2 rechne ich dann. Ups. Nochmal. Jetzt aber. Könnt ihr das überhaupt sehen? Jetzt könnt ihr es sehen. 45,50 teilt durch 2, so dass ich 22,75 zahlen müsste. Rein theoretisch, mein Mann verlangt das nicht von mir, wird mir auch das Geld nie zurückgeben verlangen. Aber ich habe mir das angewöhnt. So, und mal, ich nehme das mal raus. So, und dann mache ich das nämlich so. Ich hatte den nämlich tatsächlich dabei, weil ich nicht wusste, wo wir essen gehen und ob ich bezahle oder ob er bezahlt. Und da habe ich das einfach mal mitgenommen. So, und deswegen nehmen wir jetzt mal hier unseren Binder. Und rechnen eben die 22,75 ab. 22,75. Oh. Ich muss mal reinstöpseln. Ihr merkt gerade, wir haben keinen Strom fast. Oh, das ist schwierig. Denn ohne Strom können wir nicht weiter aufnehmen. So. Aber das ist kein Problem. Entschuldigt, das hatten wir jetzt auch noch nicht, ne? Ich habe so eine Schutzkappe vorne dran an meinem Handy. Ich nehme tatsächlich mit dem Handy auf. So. Jetzt muss es wieder gehen. Ich war jetzt etwas schockiert. Entschuldigt für die kleine Unterbrechung. So, wir sind vom Datum her beim 27.10. Äußerst unprofessionell, muss ich mir wahrscheinlich gleich wieder anhören. 31,06 € ziehe ich jetzt einfach mal ab, so dann bleiben noch 8,31 €. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den Zehner irgendwo gewechselt bekommen, damit wir die 8,31 € tatsächlich, also 31 Cent haben wir hier. Die tun wir schon mal in unseren Umschlag rein. Der Umschlag wandert jetzt auch, habe ich immer beschlossen, weil ich die immer vorne rein habe oder wieder versucht habe, in die Position zu tun, wo sie eben waren. Und das war immer ein bisschen schwierig. Das hat sich sehr schwierig gestaltet teilweise. 2, 4, 5. Das geht nicht. Da sind 2 Fünfer. Guckt mal, wie schön. Sehr schön. Die tauschen wir einmal hier rein. Nochmal zu. Und dann können wir hier den Fünfer tauschen, den ein. 2, 4. Und 1 ist 5. Und da tun wir den 5-Euro-Schein rein. Ach super, das läuft doch heute. Sehr schön. Machen da auch wieder zu. So, jetzt können wir hier eben die 8 € reintun. 8,31 €. Ja, ich habe jetzt beschlossen, dass ich sie hinten einhefte, weil es einfach vom Einheften her leichter ist. So, wieder zu. So, dann schiebe ich die nämlich einfach alle so nach hinten. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber jetzt funktioniert es nicht. Das ist der Vorführeffekt. Normal klappt das ganz gut. Ich schiebe die einfach alle nach hinten und hefte den letzten hier drüben ein. Aber jetzt tue ich einfach mal ein paar rüber. So, dann geht das auch. So, und dann mache ich wieder zu. Und dann sehe ich auch mal, mit welchen ich wirklich aktiv arbeite und welche nur so rumstehen. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Spielgeld. Ach, Moment, stopp. Ich habe noch so ein paar Gutscheine vom M.
Restaurant. Die muss ich auch da rein tun, weil die brauche ich nämlich morgen. Und morgen nehme ich den beiden dann nämlich auch wieder mit, weil ich morgen meinen Sohn von seinem Papa zurückhole. Und da freuen wir uns schon. Und deswegen kommt dann dieser Wein da auch wieder mit. Ihr seht, ich hatte 80 Euro drin. Und das leert sich bei uns immer. Immer. Ich weiß auch nicht, wir gehen so gerne essen. Geht es euch auch so? Geht ihr auch so gerne essen? So, dann schauen wir mal, wo wir noch tatsächlich was einspannen müssen. Ich hatte auch irgendwo was gesehen, wo, glaube ich, kein Schildchen dran war, wo was rein musste. Das war, glaube ich, tatsächlich... Ah, ja, hier haben wir was. Schaut mal, bügel dich reich. Da wäre es jetzt 1 Euro. Kann man wechseln? Nee, kann man leider nicht. Das sind nämlich nur 2,30 Euro. Da geht es leider nicht. Schade. Das war, glaube ich, beim Restaurant sogar. Ja, hier beim Restaurant muss noch ein Schildchen hin. Das nehmen wir doch gleich mal das da. Ist wahrscheinlich auch abgegangen. So, also da ist nichts drin, was wir besparen. Dann schauen wir einfach mal in die anderen. Oh, und ich habe hier auch noch, sehe ich gerade meine Liste, was ich denn heute so gemacht habe. Da können wir auch gleich mal Trockner und Wäschekorb voll. Habe ich tatsächlich hier die Challenge. Das heißt, hier muss sogar 1,50 Euro rein. Das geht aber dann wieder. Ha, seht ihr? So, 2 Euro rein. Dann tun wir den 50er raus. So, dann passt sie. Habe ich von einem wunderschönen, von dem Herbstbingo, habe ich diesen wunderschönen Wein da. Hier drin mittlerweile. 27.10. Was mache ich denn? 1,50 Euro haben wir doch jetzt rein. 1,50 Euro. So, dann haben wir wieder zu rechnen. 4,86 Euro plus 1,50 Euro sind 6,18 Euro. Ja, ich habe einen ganzen Wäschekorb voll gemacht wieder. Ich sortiere die immer nach, wie sagt man dazu, nach uns. Also jeder hat quasi einen Wäschekorb unten und da die Wäschekörbe voll zu bekommen, ist nämlich gar nicht so einfach, weil es ist ja dann nur ein Wäschekorb, wo nur zum Beispiel meine Wäsche drin ist. Oder nur die von meinem Mann oder nur die von meinem Sohn. Und von daher ist es manchmal gar nicht so einfach, die Wäschekörbe voll zu bekommen. Aber wenn du sie dann mal voll bekommst, hast du manchmal auch 3, 4 auf einmal voll. Und jeder freut sich, weil er wieder Wäsche hat. Und manchmal holen sie sie zwischendurch hoch, bevor ich sie überhaupt voll bekommen habe. Dann kann ich auch kein Kreuzchen machen. Aber so ist das eben, das Leben der Wäsche, der Mutter. So, ja, auf jeden Fall bügel ich mich jetzt wahnsinnig reich. Da hätte ich vielleicht kleinere Wäschekörbe machen sollen, dann wäre ein bisschen mehr Geld reingekommen, weil so wären es nur 10 Euro, aber egal. Mein Standardspruch, klein Vieh macht auch Mist. So, und hier in die Schule, da kommt dann einfach eine neue rein. Ach, das ist ja gar nicht schlecht, da sind ja nicht mehr so viele, da freue ich mich. Dann können wir nämlich auch wieder ein neues Spiel reintun. Boah, ihr wisst ja, ich liebe Sparspiele. So, dann tun wir das wieder weg. Dann schauen wir den nächsten Beine an. Wir haben ja tatsächlich jetzt noch ein bisschen was übrig, was wir sparen können. Sieht man das schön eigentlich? Ich habe immer so ein bisschen dieses, wisst ihr ja, ich denke immer, man sieht es nicht so richtig. Also es ist auch viel Kleines dabei. Mal gucken, ob wir das vielleicht dann wieder in unsere Kleingeldbox reintun. So, dann würde es mit Luxus tatsächlich weitergehen. Das sind aber auch 50, sind 2,50 Euro. Da ist natürlich jetzt die Frage, das wird nichts. Das kriegen wir nicht hin. Wir könnten jetzt 50 Cent einsparen oder 10, 20, 30, 40, 50 sind 1 Euro. Das geht. Das machen wir jetzt einfach auch mal. Habe ich bei Luxus 2 Beine? Ja, irgendwie schon. Ist ja auch lustig. Dann mache ich den jetzt hier mal voll. Der ist nämlich bald voll. Und das ist der eigentliche. Dann sind es 2,65 Euro. Ist ja nur 1 Euro, was wir einsparen. 2 Bilder, 1 Euro. So rum.
3,65 €. Mein Kleiner hat ein bisschen Husten, habe ich jetzt. Der quietscht ganz schön, wenn ihr das so nebenbei hört. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Hoffentlich wird das nicht schlimmer. So, dann machen wir gerade wieder zwei Waschmaschinen aus. Mein Mann hat mir sehr viel Spaß mit diesem kleinen Geschenkchen gemacht vom Essen gehen. Doppelt Spaß, einmal das gute Essen und einmal die Sparspiele. Ah, ich freue mich sehr. Ja, und ich freue mich immer, wenn was voll wird. Dann kann ich wieder was Neues machen und dann bin ich wieder ganz happy. Ta-da-da-da. So, ja, aber es wird weiterhin draufbleiben. Es ist noch nicht komplett fertig bespart. Oh, wartet mal, hatten wir denn generell noch Waschmaschinen heute? Nein, heute hatte ich keine. Ich habe doch Waschmaschine gemacht heute. Ich habe die doch vorhin auch in Trockner getan. Also eine hatte ich definitiv. Der Trockner ist angekreuzt, die Waschmaschine nicht. Komisch. Jetzt habe ich es aber korrekt gemacht. Egal. So. Dann haben wir Temperatur-Challenge. Kann ich gerade nicht nachgucken, weil die Temperatur tatsächlich auf dem Handy ist. Da haben wir wieder Centbeträge, aber vielleicht können wir da was einzahlen. 14, 3, 12. Nee, da sparen wir mal, bis 50 Cent oder so sind. Dann haben wir Bügel dich reich. Da könnten wir mal zwei Hemden ausmalen. 20 Cent. Das machen wir mal. Wer von euch bügelt denn seinem Mann die Hemden? Ich finde Bügeln ja eigentlich gar nicht schlimm. Ne? Also ich finde es ja sehr entspannt eigentlich bügeln, wenn das nicht immer so viel wäre. Die Masse ist das, was mich abschreckt. Also wenn ich einen ganzen Tag dafür hätte, dann hätte ich damit keine Probleme. Also wenn ich wirklich mich mal hinstellen könnte und könnte mal wirklich so bügeln, weißt du, so ein paar Stunden oder so. Einfach nur bügeln. Gut, das ist auch wahnsinnig anstrengend, aber wenn man einfach die Zeit fehlt mir zum Bügeln immer so. Und dann muss ich es doch tun. Und ich tue es auch. Wobei ich Bügeln selber sehr angenehm finde. Muss ich sagen. So. Wenn dann keiner mal stört, kannst ein Hörbuch oder so hören, ist auch mal schön. So, was haben wir denn bei Ostern? Einen Euro. Jetzt habe ich natürlich wieder nur ein 20er. Jetzt ist natürlich die Frage. Ha. Das sind 15. Das würde gehen, wenn ein Fünfer drin ist. Nein. Ist nicht. Wie sieht es denn bei der Gesundheit aus? Was ist denn da dran? Auch nur 10 Euro. Oh, schade, schade, schade. Das ist natürlich jetzt sehr schade. Aber gut, dann gucken wir einfach mal einem anderen Bein danach. Wir haben ja noch genug. Oder wir spielen eine Runde des Buckens Bar. Kommt, wir spielen eine Runde des Buckens Bar. Hier, ich habe mir ein Würfelklößchen aufgebaut. Schaut mal, da habe ich jetzt all meine süßen Würfel reingetan. Außer den von Spookens Bar, der ist tatsächlich noch hier drin. Aber den nehme ich mir jetzt mal raus. Oh, komm her. Oh nein, er will nicht. Hier, der Mini-Würfel. Der kommt auch mit da rein. Aber mit dem würfeln wir jetzt erstmal. So, und zwar würfeln wir auf dieser Platte. Eine 5. Juhu. Ich tue ihn gleich mal rein, damit ich ihn nicht verliere. Ich finde die so süß, die Würfel. Tatatata, wo sind wir denn zu Hause hier? Ich muss erst mal gucken, wo wir sind, Leute. Hier sind wir. Seht ihr das? 1, 2, 3, 4, 5. Hexenkessel. Oh, Hexenkessel. Du trinkst etwas von dem Hexengebräu. Dir wird schwummerig und du fällst in Ohnmacht. Du erwachst im Horrorhaus. Nein, ich gehe schon wieder zurück zu diesem Horrorhaus. Ah, okay. Du traust dich in das Horrorhaus. Wenn du eine 1 würfelst, 1 bis 3 würfelst, beginnst du von vorne, dann müssen wir quasi zum Start zurück. Von einer 4 bis 6 müssen wir 20 Euro zahlen. Also es wäre ja genau unser Budget. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir eine 4 oder eine 6 würfeln.
Was ist denn der Glückswürfel? Hier, wir nehmen mal diesen großen hier, da sieht man es schön. Eine 2. Oh nein, wir müssen zurück zu Start. Und wir sind schon wieder. Hoppala, Entschuldigung, jetzt habe ich euch total verwackelt. Vor lauter Aufregung. Also gehen wir zurück zu Start. Und wisst ihr, was das Lustige ist, was hier steht? Könnt ihr das sehen? Wartet, ich versuche es gerade zu halten. Würfel noch einmal. Also gut, würfeln wir noch einmal. Jetzt nehmen wir mal den roten Würfel. Wir wollen ja ein bisschen Abwechslung haben. Eine 1. Oh, das hatte ich noch nie. Leute, wir sind auf der Kerze gelandet. Oh, das ist toll. Was steht denn da? Eine Kerze leuchtet dir den Weg. Würfel einmal und spare die Augenzahl. Gut. Jetzt nehmen wir mal so einen weißen Würfel. Eine 1. Na toll. 1 Euro. Kann ich nicht mehr bezahlen, weil ich nur den 20-Euro-Schein habe. Dann muss ich mir jetzt wieder so einen Spickzettel schreiben. Ich schreibe es mal hier drauf. Und muss mir das wieder zerlegen. Oh. Das ist natürlich jetzt doof. 1 Euro. Aber war cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich irgendwo, vielleicht kann ich hier sogar wechseln, sind hier 20 Euro drin, aber 10 sind schon mal drin. Das könnte sogar klappen. Vielleicht habe ich dann sogar gleich den Euro. Wartet mal. 10, 2, 4, 5, 6, 7, nein! Schade. Wäre zu schön, um wahr gewesen zu sein. Das ist alles zu... Oh, was haben wir denn da? 2, 4, 6, 7, 8, auch 8. Was haben wir denn bei der Rente drin? Das sieht gut... Nein, da fehlen 2 Euro. Ah, das ist aber auch ein Graus mit diesem Wechseln, ne? Das muss ich schon mal sagen. Gut, dann heben wir uns das Fokusbau auf und ich hoffe, dass es dann irgendwann die Chance gibt, dass ich das dann mal schön einlösen kann. Das Fokusbau noch 1 Euro. Wie sieht es denn beim Bouldern aus? Habe ich da? Ne, da ist auch nicht genug drin. Aber wisst ihr was? Wir spielen jetzt einfach ein paar Spiele und irgendwann werde ich die 20 Euro wechseln können. Irgendwann und irgendwo. Oh, was haben wir denn da? 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 4,50 Euro. Und wie viel ist hier drin? 2 Euro, das wird nichts. Schade. Dann wäre der nämlich auch weg gewesen. Nee, es sieht total schlecht aus irgendwie. Das finde ich jetzt sehr gemein. Aber wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach so. Wir spielen jetzt einfach weiter. Gucken noch mal, was in dem Binder noch bespielt werden muss und schreiben uns das einfach auf und ich teile das dann, wenn es rein muss. So, dann tun wir hier für die Miete sind es 2, 4, 6 Euro. Wenn ich da 6 Euro reintun muss und habe 20 Euro, wie viel Euro kriege ich denn zurück? 14, das geht doch. Leute, manchmal mache ich es mir auch komplizierter, als es eigentlich ist, oder? So. Ah, juhu, ich freue mich, ich kann es ins Buch und zwar den Euro reinlegen. Sehr, sehr schön. 6 Euro rein. So, 6 plus 8 sind 24. 14 wollte ich jetzt sagen. 6 plus 8 ja 14 sind, aber wir sind hier, haben ja vorne noch eine Zahl gehabt, also 24. So, und ich darf alle 3 Blüten ausmalen. Juhu! Wisst ihr was? Das wird. Und ich habe mich tatsächlich um meine Pflanzen gekümmert, was natürlich auch noch ein Bonus ist für meine Blumen, weil ich die ja immer vergesse. Bei mir wachsen ja meistens nur Orchideen, weil die ja nur alle paar Wochen gegossen werden müssen. Aber ich habe tatsächlich die Blume im Bad dieses Mal nicht vergessen. Und ich habe eine total geile Pflanze. Ich frage mich jedes Mal, wovon diese Pflanze lebt, weil ich die echt immer vergesse. Ich habe sie mir jetzt mal in die Küche gestellt, wo ich sie wirklich jeden Tag auch sehe. Die gieße ich gefühlt alle 3 Monate oder so. Und die treibt aus. Die findet es toll.
Ich glaube, das ist so eine Wüstenpflanze mit Sicherheit. Anders, da könnte sie nicht überleben. So, ach Leute, bin ich happy. Für was war denn das jetzt? Ach ja, Mietnachzahlungen. Habe ich auch noch. Okay. Das Leben ist ein Trauma. Nein, es ist nicht. Es ist schön. Ich weiß es nur nicht, sagt man immer. Yay, Spuk ins Bar, 1 Euro. Hier, diese 41 Euro, das verrate ich euch jetzt, weil nämlich mein Sohn nicht da ist. Kann ich es nämlich endlich mal aussprechen. Ja, die wandern tatsächlich in was Gutes rein. Und zwar habe ich vor, meinem Sohn einen PC zu kaufen. Deswegen war es jetzt 1 Euro auch ein bisschen wenig, was da reingewandert ist. Aber es sind ja jetzt schon 41 Euro drin. Und ich habe ja noch andere nicht benannte Spartöpfe, wo eben auch was reinwandert. Und das wandert dann alles in einen Topf rein und da kriegt er ein PC. Aber er soll das nicht wissen, weil das ja eine Weihnachtsüberraschung wird. Und deswegen sage ich es euch nämlich jetzt hier, weil er nicht da ist. Und dann kann ich das nämlich mit der Weihnachtsüberraschung für ihn machen und keiner weiß was, außer wir. Und wir verraten nichts. So, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Playmobilland will auch einen Euro haben, kriegt einen Euro. Und dann kann das auch schon wieder raus. Seht ihr mal, das läuft. Playmobilland hat dann auch das 2 Euro, ist auch noch nicht so viel. Wir machen mal das Schwarz an Schwarz, das ist ein bisschen doof. Ich nehme jetzt einfach mal eins in der Mitte. Am Ende sind ja dann alle ausgemalt. So. Sehr schön. Ah, da habe ich tatsächlich einen Spartopf für 23 Euro. Wenn drin sind, darf ich das erste ausmalen, aber das dauert noch. Das dauert noch. Da haben wir noch lange Wege hin. So, 27.01.10. Das läuft. Meine Stimme. Der Stimme geht es gut, aber meinem Gehirn anscheinend nicht so, glaube ich. Kommt noch ein paar Flözen raus. So. Oh ja. Und jetzt spielen wir das. Das wollte ich schon immer spielen. Und zwar sind das Lose. Und da habe ich irgendwelchen Sachen draufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wo ich das hin tun soll. Das tun wir mal hier hinten hinlegen. So, da habe ich drauf zugeschrieben. Ah, die Quersumme von 2, 5, 8. Also 2 plus 5 ist 7. 7 plus 8 sind 15. Und 15 heißt ist 6. Also 15, 1 und 5 sind Ding ist 6. Genau. Also 6 Euro. Jetzt habe ich da natürlich auch noch gar nichts drin. Aber ich muss es ja tatsächlich zweimal besparen. Deswegen 6 Euro und das nächste. Weil wir ja noch in der Zweierrunde sind. Und 5. 6 und 5 sind 11. Quersumme. Steht drauf. 6 und 5 sind 11. Und 50 die Quersumme ist 5 sind 11. Ja, super. Super, super, super. Dann machen wir das doch einfach so, dass wir hier die 2 Euro tauschen. Von dem hier und da das 2-Euro-Stück reintun und hier tatsächlich ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Hier 11 Euro noch dazu zu legen, weil da ja so viele drin sind. Ich hatte da einfach so ein Riesenpack bestellt und hatte dann irgendwas reingeschrieben. Das war so eine ganz lustige Idee von mir. Ehrlich gesagt, war es keine richtige Idee. Ich hatte Lose bestellt für eine Tombola. Und ja, ich habe mich vergriffen. Also von der Bestellung her vergriffen sozusagen. Oh, ich sehe gerade hier mein Deckchen-Chaos. Ich habe mich von der Tombola her vergriffen. Und zwar wollte ich eigentlich ursprünglich diese mit diesen Zahlen, wo bis 1000 oder bis so gehen.
Und ich habe dann geguckt, die kam und hatte die erst eine ganze Zeit lang liegen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich mache jetzt mal eins auf und guck mal, ob die Nummerierung gut lesbar ist und ob die schön sind. Und mache eins auf und sehe, da steht gar nichts drauf. Tja, und damit war das Thema dann gegessen. Und ich habe mir jetzt ganz viele Aufgaben ausgedacht, wie ihr gesehen habt, und nutze sie jetzt als Sparspiel. Naja, irgendeine Lösung gibt es immer. So, hier ist es tatsächlich so, dass wir nicht mehr genug Kapazität haben, um das zu besparen. Wir können aber hier noch ein Bild ausmalen für Audible. Audible habe ich ja jetzt erstmal pausiert. Oder ich habe es zumindest versucht. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich würde hier tatsächlich trotzdem was reinsparen. Das ist ja eigentlich ein Bank-Singing von Trecker gewesen. Ja. Ich fange da jetzt mal einfach wieder neu an zu sparen. Aber nehme mal das Bank hier weg, sondern Bar. Und wenn ich mal so 12 Monate zusammen habe, was sind denn 12 Monate? Ich glaube, ein Monat kostet 9,95 Euro. Mal 12. So 119,40 Euro bräuchte ich dann. Wir schreiben es mal hier hin. 12 Monate. 119,40 €. Wenn ich die zusammen habe, dann aktiviere ich wieder Audible. Und sonst vorher mache ich das erstmal nicht. Habe ich beschlossen. Ich habe so viele tolle Hörbücher noch, die ich noch hören möchte. Und ich tatsächlich auch einfach hören werde. So, meine Lieben. Ich male das jetzt noch aus und dann sind wir tatsächlich durch. Ich habe kein Geld mehr, aber ich habe noch was eingekauft. Schaut mal, für die 1 nehmen wir jetzt rosa. Deswegen male ich da einfach so rosa drüber. Und mal hier unten eins aus. Ist auch so eine lustige Idee von mir gewesen. Hier, davon habe ich auch ganz viele. Die habe ich auch ziemlich viele jetzt gerade drin aktuell. So. Ich hoffe, die sind auch, weil das ist auch eine relativ hohe Summe, was da zusammenkommt, weil das echt viele Felder sind. Ich hoffe, mein Rosa hält so lange noch. Wenn nicht, Pech. Ich muss eine andere Farbe her. Ja, super. Genau. So, dann habe ich tatsächlich für Halloween eingekauft. Süßigkeiten. Wie ihr sehen könnt, habe ich es erstmal aus der Lebensmittel, die 5 Cent-Tonne gerade noch weg, aus der Lebensmittelkasse bezahlt. Ich muss natürlich jetzt von Halloween das Geld wieder zurücktun. Allerdings war natürlich auch etwas Lebensmittel schon dabei. Deswegen müssen wir mal ganz kurz das zusammenrechnen. Die Marmorarmband waren tatsächlich für meinen Kleinen, weil er was Süßes als Nachtisch wollte und ich nichts hatte. So. Da habe ich ihm erlaubt, dass er sich ein Mauer mitnehmen darf. Wobei ich die natürlich dosiere. Er hat jetzt dann 3 Stück bekommen. Also nicht 3 Packungen, sondern 3 Stück. Die durfte er jetzt essen. Ah, da habe ich auch so Säure-Drops gekauft jetzt für die Kittys. So, also es sind insgesamt 10,65 Euro, was aus Halloween rausgeht. So, und wir hatten ja 13,79 €. Das heißt, aus Lebensmitteln sind es nur 3,23 €. So, dann müssen wir natürlich mal unseren Halloween-Ordner holen. So, machen wir das mal dazu. So, ich glaube, Halloween war entweder hier oder in dem anderen. Ich bin mir jetzt gerade ganz, ganz unsicher. Halloween war hier eine Garde-Challenge. Und sie war tatsächlich im anderen Ordner. Ja, habe ich mir schon gedacht. Das ist meistens so. Ich vergreife mich doch gerne. So, da. Da müsste sie aber jetzt dran sein. Ja, da ist Halloween. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel drin. Deswegen muss man jetzt mal tatsächlich gucken. Ich werde mit dem Ordner dann einfach ins Minus gehen. Es sind tatsächlich 4 Euro nur drin. Ich hätte den lieber mal befüllen sollen. 1, 2, 3, 4. Naja, im Nachhinein kann ich ihn auch noch befüllen. So, die 4 Euro werde ich natürlich in die Lebensmittel wieder zurücktun.
So. 27. immer noch. Minus 10,65 Euro. Ah, da müssten 3,03 € drin sein und ich habe nicht 4 € drin. Nicht schlecht. Lieber zu viel Geld drin als zu wenig drin, ne? So. Der Endbetrag stimmt. 6,65 € minus. Die müssen noch in Lebensmittel. Lebensmittel. Die tue ich dann wieder zurück. So. Mache ich denn? Leute, jetzt hätte ich doch glatt die 4 € wieder in die Halloween rein. Ja, so kommt man auch zu Geld, indem man einfach alles wieder reintut, da wo es war. Nee, nee, so nicht. So, und ich mache es jetzt tatsächlich so bei den Lebensmitteln. Also es macht natürlich jeder, wie er möchte. Ich mache es so, ich zeige es euch jetzt mal. Ich nehme jetzt den gesamten Lebensmittelbetrag quasi raus, diese 13 € noch was, weil ich den ja einmal bezahlt habe und fülle dann hier die 4 € wieder zurück. Lebensmittel da. Und dann können wir auch gleich mal gucken, ob das dann passt. Vom Geld. Ich hatte doch das letzte Mal auch so ein Problem, dass es nicht gepasst hatte. Deswegen schauen wir dann da auch gleich nochmal nach. So, 4 € kommen da wieder rein. Also minus 27.10.13,79 € und dann 4 € plus. Wir machen aber erstmal die 42. 63 minus 13,79 € ist 28,66 € plus 4 sind 32 €. Das stimmt nicht. Die habe ich nicht dran. Ich war aber auch einkaufen und habe Kartoffeln noch gekauft. Das waren 2 € noch irgendwas. Wo ist denn dieser Kassenzettel? Der müsste doch eigentlich noch mehr drin stecken. Die habe ich nicht abgezogen. Seht ihr? Das ist es. Die Kartoffeln, die Töpfchen fehlen. Leute, aber das können wir jetzt ja ganz leicht rausfinden. Die ziehen wir jetzt einfach noch ab. Ich habe noch drin 30 €, 31. 31,60, 2, 4, 31,66. Da fehlt mir genau 1 €. Und das waren die Kartoffeln haben auch mehr wie 1 € gekostet. Hat mir mein Mann, oh, ich glaube, ich habe den Wagen-Euro eingesteckt. Das ist ja auch sowas. Das wäre ja auch mal eine tolle Spar-Challenge. Jedes Mal, wenn man so einen Wagen weg tut und tut diesen Euro nicht wieder zurück in den Geldbeutel, sondern tut den ja, wie sagt man dazu? Ja, in so eine Challenge rein, ne? Das wäre ja auch mal eine Idee. So eine Wagen-Challenge kann man das ja nennen. So, ich sortiere mir die ja immer so. Das kennt ihr ja schon von mir. Ich sortiere den übrigens immer abends. Jeden Abend mache ich das dann so, dass ich den Geldbeutel einfach mit, ich mache mal hier einen Fünfer draus, immer die Zweier und so raus. Ich mag es nicht ganz so klein haben. Und so ein bisschen Kleingeld brauchen wir ja dann auch wieder zum Bestaffen, deswegen nehme ich das jetzt mal so mit. Ta-ta-ta-ta. So, jetzt stimmt das auch wieder. Und werde dann einfach, ich hatte mir an der Seite notiert, dass ich das eben im Lebensmittel wieder zurücktun soll. Und dann werde ich, wenn ich die Halloween Challenge bespare, das dann einfach wieder zurücktun.
So, und ihr seht, ich habe definitiv diesen Monat schon weniger als letzten Monat zum Übertragen. Es wird ein teurer Monat, dieser Monat. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich jetzt dann auch drauf, das zu machen. Ich werde es mit euch tatsächlich am 30. machen, an einem Sonntag, weil ich nämlich an dem Montag, an dem 31. mit meinen Jungs, mit den ganzen Jungs und Mädels laufen gehe. Und zwar habe ich so eine richtig große Gruppe mittlerweile zusammen. Das hat sich so entwickelt. Die könnten jetzt auch schon selber laufen, aber die treffen sich immer alle bei uns. Und wir machen das jetzt schon seit 5 Jahren, dass wir laufen. Und es kommen jetzt natürlich auch schon die Nachgenerationen mit dazu, was total mega süß ist, weil jetzt auch mein Kleiner heute dann das erste Mal Halloween hat. Und ich freue mich sehr. Es wird ein sehr lustiges, denke ich, Halloween. Ja. Und in diesem Sinne, oh mein Gott, wir haben schon wieder 35 Minuten, 36 Minuten fast. Also, ja, jetzt wisst ihr, wie ich es jeden Abend mal ein bisschen rumkasper. Ich glaube, ich bin normalerweise, wenn ich alleine bin, etwas schneller. Aber ich rede auch nicht so viel, wenn ich alleine bin. Ja, aber ich wollte es euch unbedingt einmal zeigen, dass ihr wisst, wie ich das dann mache und wie ich denn dann immer auf diese Zusatzeinnahmen eben komme, weil diese Paaren. 20 Euro, das sind jetzt natürlich auch Zusatzeinnahmen, die ich mir die ganze Zeit aufgeschrieben habe. Ich muss ehrlich sagen, ich werde es jetzt aufhören aufzuschreiben, weil es ja keine richtigen Zusatzeinnahmen eigentlich sind, sondern es ist ja eigentlich das, was mein Mann bezahlt. Und von daher kann ich das einfach mal so versparen. So, in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Es ist so toll, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, abonniert ihn sehr gerne. Aktiviert die Glocke. Ich freue mich sehr über jeden einzelnen Abonnenten von euch. Ich bin super, 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 super mega glücklich, dass ihr alle da seid und mich begleitet. Danke dafür und von Herzen. Wartet mal, wie geht das nochmal? Jetzt steht es, glaube ich, auf dem Kopf. Aber egal, ich habe euch lieb. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.